Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal auf German HD. Ja, meine lieben Freunde, es gibt Neuigkeiten, alles rund um die Next-Gen-Version von GTA 5 auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X. Ob das Ganze und ob das alles auch gute Neuigkeiten sind, die uns erfreuen lassen, sei mal dahingestellt. Denn ich habe leider jetzt nicht so coole Nachrichten für euch, alles was das ganze Thema angeht. Es wird wahrscheinlich doch anders oder ich sag mal so, es wird anders, als wir uns das alle vorgestellt haben. Wie gesagt, das sind jetzt nicht die geilsten Nachrichten, ne? Also gute Nachrichten sind es jetzt nicht, wohl eher gehen wir da jetzt mal in die andere Richtung. Und zwar hat Rockstar Games nämlich einen Trailer rausgehauen zu dem neuen, beziehungsweise zu der neuen Version von PlayStation 5 und Xbox Series X und S. Ja, aber nicht nur der Trailer hat ein bisschen was, zu beigetragen, sondern auch das Ganze drumherum, was wir in diesem neuen Zeitalter des Gamings, sage ich jetzt einfach mal, erwarten können. Ja, was können wir von der neuen Version von GTA 5 erwarten? Und zwar lese ich euch hier mal ein bisschen was vor, was wie gesagt nicht so cool ist. Ja, aber egal, ich würde sagen, fangen wir mit dem ganzen Video mal an, bleibt auf jeden Fall dran, ja, schaut euch das Video bis zum Schluss an, damit ihr auch auf jeden Fall auf dem neuesten Stand seid und natürlich auch könnt ihr das ganze Video mit euren Freunden teilen, damit die auch auf dem neuesten Stand sind, alles rund um die neue Version von GTA 5. Ja, fangen wir mit dem ganzen Kram erstmal an, auf jeden Fall, was haben wir zum Beispiel hier? Wann erscheint GTA 5? Wann erscheint GTA 5 für PS5 und Xbox Series XS? Ja, aktuell lässt sich GTA 5 dank Abwärtskompatibilität auf PS5 und Xbox Series XS spielen. Dabei handelt es sich allerdings um die PS4 und Xbox One Version, die nicht für die leistungsstärkeren Konsolen optimiert sind. Ja, das ist ja von vornherein klar, darüber brauchen wir uns auch nicht wirklich großartig zu unterhalten. Ja, und jetzt kommen wir zu einem Punkt, wo Rockstar Games das Ganze schon wieder verschoben hat. Normalerweise war es ja so, dass die Next-Gen-Version im Sommer kommen sollte. Dann hat sich das Ganze auf den 11. November verschoben und jetzt verschiebt sich das Ganze schon wieder auf dem 22. beziehungsweise auf den, wo haben wir das denn jetzt hier? Genau, auf März 2022, ja, also verschiebt sich das Ganze jetzt noch einmal, aber dazu steht hier Folgendes. Das ändert sich im März 2022, denn Rockstar hat bekannt gegeben, dass die Next-Gen-Version von GTA 5 für die PS5 und die Xbox Series XS im März 2022 erscheinen wird. Ursprünglich war die Veröffentlichung für den 11. November 2021 geplant, wurde aber im Rahmen des PlayStation Showcases verschoben. Ja, und jetzt wissen wir auch alle, warum und wo die 50 Millionen zwischen Rockstar Games und Sony weg sind oder wo die hin sind, ja, weil Sony und Rockstar Games haben ja einen 50 Millionen Euro Deal. Das hat ja nicht nur damit zu tun, dass die PlayStation 5 einen Monat früher das Spiel kriegt als die Xbox. Sony hat sich nämlich noch andere Rechte gesichert, aber das ist ein ganz anderes Thema. Aber naja, dank Sony bekommen wir jetzt das Spiel erst im März 2022. Aber das Ganze hat natürlich noch andere Gründe, aber das werden wir alle noch spätestens in den nächsten Wochen, Monaten erfahren. Ja, und was jetzt auch ziemlich dumm ist, aber das war ja von vornherein klar, und zwar GTA Online kommt als Standalone-Version. GTA 5 bietet neben seinem Singleplayer auch den Multiplayer GTA Online. Der Multiplayer-Part war immer fester Bestandteil des Spiels, was sich aber auf PS5 und Xbox Series XS ändern wird. Mit einer Standalone-Version soll es möglich sein, sich lediglich die GTA 5 Online-Version zuzulegen. Ja, das heißt, es wird wohl keinen Story-Modus geben auf der Next-Gen. Hier steht zum Beispiel auch noch, GTA Online wird wohl nicht Free-to-Play, was von Anfang an ja erst ganz anders hieß. Und zwar steht hier auch, GTA Online wird wohl nicht Free-to-Play.
Ganz sicher ist es noch nicht, aber da geht ja online in den ersten 3 Monaten nach Release bei PS Plus kostenlos spielbar sein soll, wird die Standalone-Version wohl nicht auf Free-to-Play setzen, sondern einen festen Kaufpreis haben. Übrigens erhalten PS Plus-Mitglieder bis zum Spiel jeden Monat Cash, diese 1 Million, bla 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 bla. Das kennen wir alle schon. Ist auf jeden Fall nicht so cool, aber da lassen wir uns auf jeden Fall noch überraschen, was da noch kommt. Hier zum Beispiel steht noch, gibt es ein kostenloses Next-Gen-Update? Bisher gibt es nur Gerüchte, dass Besitzer ihnen der PS4 und Xbox One-Version kostenlos auf die Next-Gen-Version von GTA 5 upgraden können. Auch bei Red Dead Redemption 2 ist diesbezüglich bisher nichts bekannt, weshalb sich kein Vergleich ziehen lässt, dass Rockstar es vielen anderen Spielen gleich tut. Aber daraus werden wir ja jetzt auch nicht wirklich schlau. Auf jeden Fall, ich verlinke euch die ganze Seite mal unten in der Videobeschreibung. Zudem verlinke ich euch nochmal den Trailer von der Next-Gen-Version auch nochmal in der Videobeschreibung. Ja, was heißt das jetzt für uns? Das heißt, wir müssen noch länger warten auf das Spiel und es wird von Anfang an nicht die krassesten Inhalte geben. Weil normalerweise war es ja so, dass Rockstar Games ja gesagt hat oder auch angekündigt hat, dass es viele Veränderungen geben wird zu Release. Dem ist aber nicht so. Zum Release im März 2022 wird es nur eine grafische und optische Besserung geben. Ansonsten noch nichts. Aber Rockstar Games hat auch gesagt, dass wir im Laufe der Zeit mit den Next-Gen-Updates neue Fahrzeuge hinzubekommen, neue Waffen, die exklusiv wirklich nur für die Next-Gen-Version verfügbar sein wird. Also werden wir nur exklusive Inhalte bekommen für PlayStation 5 und Xbox Series XS. Was auf jeden Fall schon mal richtig geil ist. Ein gutes hat es vielleicht noch, und zwar wird es wohl doch noch ein Update geben für die Old-Gen-Version. Das heißt, die Old-Gen-Spieler, die sich keine PlayStation 5 oder Xbox leisten können oder keine mehr bekommen, können vielleicht eventuell noch hoffen, dass es noch ein kleineres Update oder generell ein Update geben wird für die Old-Gen-Version. Aber bislang ist da noch nichts bekannt. Ja, meine lieben Freunde, was sagt ihr zu dem ganzen Thema? Findet ihr das gut oder findet ihr das scheiße? Ihr könnt das ganze Video gerne mal kommentieren. Ihr könnt euch den ganzen Bericht, wie gesagt, selber gerne nochmal durchlesen, wenn ihr wollt. Die Links findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Ja, ansonsten teilt mir mal eure Meinung dazu mit, was ihr davon haltet. Und ja, ansonsten alle weiteren Links, die ihr benötigt, findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr noch ein Mod-Menü haben wollt für GTA Online oder einen Unlock-All-Account für PC oder PlayStation oder Xbox, dann könnt ihr mir gerne privat auf Instagram eine Nachricht schreiben. Link dazu ist natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Ja, meine lieben Freunde, ihr wisst Bescheid, was zu tun ist. Ansonsten bedanke ich mich jetzt noch recht herzlich fürs Zuschauen, meine lieben Freunde. Und ich sage noch, bleibt gesund, meine lieben Freunde, bleibt treu. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video von German HD. Ciao.